So, willkommen zurück. Tja, ich habe jetzt wohl gelesen, sobald man hier einmal drin ist, kommt man auch nicht wieder raus. Das ist tatsächlich auch wieder ein Portalstein, auch wenn ich nicht wirklich rausgefunden habe bisher, wie man den jetzt weiter nutzen kann. Auf jeden Fall wieder mit einer Zauberabfolge, das ist klar, aber mit welcher? Keine Ahnung. Formeln. Wo hatten wir denn nochmal die Zauberer-Tutorials, glaube ich, ne? Kann sein, dass es Art und Jürgen war. Aber, pff, ich habe es jetzt auch schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Tja. Gucken wir mal, ob wir jetzt irgendwie Glossar, die Striege. Gibt's hier irgendwas? Nee. Da. Resistent gegen Stahl, alles klar. So, man kann ihren Fluch befreien. Okay, in der Nähe des Sarges ist er stärker und ansonsten eine Nacht lebend. Bevor wir hier da starten, will ich mir mal den Raum angucken. Welcher war das eigentlich? Der hier, oder? Feuerstelle? Mich wundert bloß, dass das Ding kaputt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der Raum irgendwie dann kaputt geht. Vielleicht müsste man irgendwie dann in den Sarg kommen und sich wieder verkriechen. Probieren wir einfach unser Glück. Mehr als schief gehen kannst du ja eigentlich auch nicht, ne? Es ist bloß ärgerlich tatsächlich, dass man echt teilweise den nicht mehr gewarnt wird. Hier gibt es dann kein Zurück mehr, bla bla bla. Aber was ich auch überhaupt nicht bedacht habe, das kann auch gar nicht das Ende sein. Ich hoffe es zumindest nicht. Nicht, dass man gleich wieder in die nächste Mission kommt. Weil wir ja noch den... Achso, jetzt haben wir ja wieder... Okay. Weil wir ja noch den Magier erledigen müssen. Kerzen sind an. Irgendwie hört sich das die ganze Zeit so an. Ich kann nichts betätigen, ne? Doch, eben war. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Eine Kerze ist ausgegangen. Was bedeutet das? Hm.
Und ein Glockenschlag war das eben, ne? Ist das so eine Art Timer oder sowas? Mit den Dingern kann ich auch nichts machen, scheiße. Hallo, tschüss. Man soll in der Nacht überleben. Das würde ja irgendwo Sinn machen, dass vielleicht die Kerzen immer anzeigen, wie lange man durchhalten muss. Die Dämmerung zieht bald heran. Wenn ich sie töten will, bleibt mir nicht mehr viel Zeit. Er sagt ja, wenn ich sie töten will. Okay. Auch wenn ich nicht glaube, dass das gerade die richtige Mechanik ist. Wie man diesen Bosskampf eigentlich führen soll. Weil das wäre ein bisschen lächerlich, wenn man einfach hier im Kreis läuft. Na komm, dritte Kerze, bitte. Aber irgendwie tut sich oben rechts an der Tagesanzeige nichts. Hä, ist doch gar keine Ausgang. Es sind immer nur drei. Ah, jetzt. Wieso steht man eigentlich jedes Mal so beschissen wieder? Wird die langsamer? Sieht fast so aus. Hoffentlich ist es auf der richtige Weg, nicht, dass wir die besiegen müssen. Okay, noch eine. Die Sonne geht auf. Noch wenige Augenblicke und der Strebenzauber ist gebrochen. Okay, gleich muss es vorbei sein. Krass. Ich... Wo bin ich? Ada. Alles in Ordnung? Was ist passiert? Es ist vorbei. Ihr seid... wieder wohlauf. Geralt? Keine Sorge. Ihr seid in Sicherheit. Ich bringe euch nach Hause. Ach, meine Hände. Sie sind mit Blut besudelt. Ich... habe so viele Leute getötet. Ermordet! Oh. Es war nicht eure Schuld. Macht euch keine Gedanken. Ihr habt es hinter euch.
Ich erinnere mich nur undeutlich, wie durch Nebel. Es war wichtig. Ich habe etwas in dem Sarkophag versteckt. Ihr müsst nachsehen. Gut, das mache ich. Haltet mich fest, Geralt. Mir ist so kalt. Das liegt an dieser Gruft. Wir sollten gehen. Draußen werdet ihr euch besser fühlen. Ja, und an der Kleidung. Gut, das haben wir schon aufgenommen, ne? Puh. Aber was ich gut am Spiel finde, ist, dass es so verschiedene Arten von Bosskämpfen gibt, ne? Wobei der Höllenhund bisher immer noch das nervigste, krasseste Vieh war. Seitdem haben wir eigentlich immer so gut gelevelt. Also, so einen richtigen Bossgegner gab es eigentlich dann gar nicht mehr, ne? Alter, wie. Ich verstehe das in Videospielen immer nicht. Die geht so. Lalalala. Ich meine, wenn ich hier gerade in der Gruft wäre und einfach nur raus wäre, dann würde ich doch dahin rennen. Oder wenigstens schnell gehen und nicht so, als ob sie gerade bei Schaufenstern so vorbeischlendert, ey. Und wieso steht der Typ jetzt nicht mehr da? Das heißt in diesem Ding. Und? Mich in dieser Gruft einzuschließen. Nette Geste, Velarat. Tut mir leid, Hexer. Befehl des Königs. Die Prinzessin ist wieder sie selbst. Ada, Velarat bringt euch nach Hause. Hexer, ich habe euch zum zweiten Mal unterschätzt. Beim dritten Mal schuldet ihr mir etwas. Foltest gab mir etwas für euch. Falls ihr überleben würdet. Das ist der Teufel, ein serikanischer Krummsäbel. Der Legende zufolge wurde er in Drachenblut gehärtet. Jemand hat die Verwandlung der Prinzessin in eine Striege absichtlich herbeigeführt. Ich habe Beweise dafür. Wo? Der König wollte als erster davon erfahren. Na schön. Ist das alles? Der König sagte, wenn ihr die Krankheit heilen wollt, müsst ihr das alte Herrenhaus aufsuchen. Er sagte, ihr würdet das verstehen. Das stimmt. Lebt wohl. Lebt wohl, Hexer. Es gießt wie auf Eimer. +30%. Scheiße. Da hat unser anderes Schwert noch mehr Damage gemacht, ne? 30. Chance auf kritischen Schmerz 50 und Entwaffnen 25. Ah, scheiße, ey. Ich kann's. Vielleicht kann man das noch später aufleveln. Ich nehm's mit. Geralt? Seid ihr in Ordnung? Ja, es geht mir besser. Ich muss euch nach den Salamandra fragen. Oh, Geralt, dieser schreckliche Professor, es ist seine Schuld. Er hat mich belogen, mir Macht und Ruhm versprochen. Seit seinem Tod habe ich keine Salamandra mehr gesehen. Der Professor hätte diese Mutanten nie erschaffen können. Hat er je einen Magier erwähnt? Er kam einmal mit einem abstoßenden Menschen hierher. Abdul oder so ähnlich. Der Professor nannte ihn einen mächtigen Zauberer. Mehr weiß ich nicht. Wisst ihr, wo ich ihn finden kann?
Leider nicht. Gut, Sofort zurückziehen. Gut. Wir können also noch bequem mit rumlaufen. Gehen wir jetzt erstmal nochmal in die Höhle und geben die Trophäe ab. War das nicht hier? Bin ich wieder vorbei. Mist. Kann ich behilfen? Es heißt tödlich. Wisst ihr mehr? Die Leute. Der gar keines tot. Hier ist der Beweis. Trefflich. Der ermordet keine Menschen mehr. 1000 Orens Belohnung. Danke. Lebt wohl. Genau. So, können wir jetzt mal irgendwie handeln, bitte? Ja. Wir haben irgendeinen Rubin. Und? Ich habe Hundspetersilie. Ich habe Hundspetersilie mitgebracht. Hundspetersilie! Her damit! Da, ne? Ja. Da ihr gebracht habt, was wir brauchen, erhaltet ihr im Gegenzug Tränke. Schön. Bei unserem Marsch symbolisieren die Blätter der Hundspetersilie das Leben. Mögen diese Schwalbetränke euer Leben regenerieren. Wenn ich noch etwas... Wunderbar. Bis zum... Schwalbe regeneriert Leben? Ah, stimmt. Hallo, steh auf. Was habe ich noch? Ich habe einen... Rubin. Aufstehen. Lasst uns in Ruhe. Wir planen unseren grünen Protestmarsch. Willst du mich verarschen? Ich hab noch was für dich. Habt ihr... Und? Ich habe ein... Wirklich? Rubin. Hier ist ein Rubin. Sagenhaft. Rubine überzeugen jeden, dass unsere Volltestpuppe echt ist. Da ihr... Schön. Der blutrote Rubin erinnert an den Absud Raffards des Weißen. Wenn ich noch etwas finde, das ihr brauchen könnt, komme ich zurück. Wunderbar. Bis zum... Haben wir jetzt überhaupt was gekriegt dafür? Na doch, irgendwas Absud des Weißen, keine Ahnung. Warte, ich hab noch einen Diamanten. Lasst uns in Ruhe. Oh, leck mich doch. Unseren grünen Protestmarsch. Shani? Ach, schläft jetzt. Okay. Ach, leck mich doch. Ich krieg's niemals hin. Die Frage ist jetzt eigentlich, wie komme ich zum König? Aber erstmal gehen wir zu Kalkstein.
Wieso löscht hier eigentlich keiner die Feuer? Ich bin so müde. So, und dann geht's hier in der nächsten Folge weiter. Spitz bedanke mich. Bis dann.